Servus Leute, heute habe ich einen Kommentar-Rate für euch, für alle, die dieses Format nicht kennen. Da kommentiere ich live alles, was ich so tue, um euch an meiner Entscheidungsfindung teilhaben zu lassen. Ich war auf Customs unterwegs, um zu snipen, hatte die 762 SCAR für den Nahkampf dabei und eine M700 zum Snipen. Und es gab dann ja eine gute Mischung beim PvP, ein paar Sniper-Shots, ein paar Nahkampf und noch die ein oder andere Überraschung. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Servus, danke schön fürs ganze Jahr mit dem Prime. Willkommen zu Gnabo-Falle. Danke für den Support. Servus, wie geht's? Schön, dich zu sehen. Was mache ich denn? Ja, Ryan, da sagst du was. So, wir gehen als erstes mal rüber ins Fort Knox und schauen, ob deiner ankommt. Du hast Labs, ich auch. Hier könnte theoretisch schon jemand sein, hier geradeaus. Wenn er ganz, ganz schnell ist. Passiert meistens nicht, aber könnte sein. Machen sie auch, Nick, aber, also ja, nicht immer, aber es ist inzwischen eigentlich klar, wann die Wipes kommen, so circa alle 6 Monate. Für alle, die jetzt schon auf den Wipe hoffen, die nächsten Wochen, die werden enttäuscht werden. Ist halt einfach die falsche Anpassung, wegen Sound sollte man nicht warten. What? Ich glaube, Sound ist somit das Komplexeste, das richtig hinzubekommen. Das sieht man auch an anderen Games. Okay, ich sehe da drüben niemanden laufen. Oh, da ist einer. Scheiße. What? Karnickel down. Bisschen zu weit vorgehalten. Der eine, ich glaube, der durch das Auto ist an dieser Mini-Stange hängen geblieben. Kann es sein? Ich hab zu weit vorgehalten für die Distanz. Viel zu weit. Sonst hätte ich ihn schon vorher getroffen. Ich hätte so maximal einen halben Helm vorhalten müssen. Ja, da drüben schreit ein Scav. Sniper Scav? Sehen zumindest nicht. Ja, die Sache ist mit dem Audio, die Leute sind angehalten zu warten, weil das Audio ungewohnt ist. Weil das Erste, was halt festgestellt wird, ist, wenn man sich gar nicht bewegt, hat man gute Chancen, zumindest mit unerfahrenen Spielern, den Fight zu gewinnen. Das heißt, im Moment werden relativ viele Fights gewonnen, indem man einfach wartet. Das setzt sich halt gerade durch irgendwie, ich weiß es nicht. Plus Gear 4, plus wenig zu tun von Quests. Moment, wir müssen mal schauen. Ich glaube, das war unten auf der Straße. Hier irgendwo, da hinten. Vielleicht vor den Dorms. Schwer zu sagen, wenn der Sound so dumpf ist. An der Baustelle. Ich habe genau auf die kleine Stange beim Auto geschossen. Nice. Okay, halt. Und Scav, alles gut. Dann laufen Scavs da drüben rum. Da ist er. Ah, ne, ist ein Scav, okay. Okay.
Da ist er. Ich sehe ihn. Hier an der Wand. Ich gebe ihm mit dem Granatwerfer. Ich sehe ihn immer noch. Ich habe ihn. Er ist auf jeden Fall tot. Er ist auf jeden Fall tot. Moin Scarface, endlich Feierabend. Let's go. Ich will bloß nicht zu lange an dem Granatwerfer-Ding hocken, weil wenn da noch irgendwie ein Teammate ist, dann ist halt da, ne, gefundenes Fressen. Jetzt weg da, ganz genau. So, wir drücken uns jetzt hier einmal Painkiller. Und dann gehen wir rüber auf Skeleton, schauen wir mal. Also ich glaube, der ist auf jeden Fall tot. Könnte aber ein Könnte auch ein Skeff gewesen sein. Weil das hier ist auch ein Skeff. Ich weiß es nicht. Könnte vielleicht ein Skeff gewesen sein, der da stand. Ich habe vorher nicht geschaut. So oder so, wir gehen jetzt mal rüber. Und schauen vom Skeleton. Da werden noch mehr Leute gewesen sein. Ich glaube nicht, dass der alleine war. Außerdem hat er. Ja, obwohl er hat sich vielleicht mit den Skeffs gebettelt. Würdest du sagen? Klar, Ryan. Vaseline ist Vaseline. Kriegen wir heute die 1000 schon noch hin. Ja, obwohl. Wird vielleicht 25 mal Vaseline, wird noch schwer. Erstmal Übersicht. Schauen, ob hier hinten vielleicht irgendwo einer ist. Immer schön in Bewegung bleiben. Check hier, ob da auf der Baustelle einer ist. Hier liegen sie gerne. Schwer zu sagen. In den Dorms auf jeden Fall. Wir schauen, ob der tot ist. Gehen vorne zur Baustelle. Weil ich sehe jetzt von hier aus nichts. Schauen, was da vorne los ist. Wir schauen einmal Richtung Dorms. Vielleicht ist er ja einer an der Außentreppe. Aber das ist eher selten der Fall. Das stumpfe Geballer mit dem Brau. Ey, ist auch gut gemacht. Macht auch Bock, so ist nicht. Vielleicht läuft da einer hier hinten lang. Oh, da rennt was. Nur Body Hit. Na, Moment. Hier kann man entlang schauen. Beim Snipen ist wichtig, seine Angle zu kennen. Schauen wir mal, ob hier hinten einer ist. Moment. Da schießt jemand auf den Skeff. Oder von den Dorms, ich weiß nicht. Vor den Dorms. Alrighty. Bin mir nicht sicher, woher das kam. Ich bin mir null sicher, woher das kam. Könnte von da unten gekommen sein, hier. Wir gehen nochmal ins Fort Knox. Hey Merlin, einfach EU-Server, alles aus EU, außer EU-East bin ich die ganze Zeit. Ist eigentlich okay. Keine Ahnung, woher der auf mich gesniped hat, schwer zu sagen. Auf jeden Fall ist Skeleton jetzt erstmal verbrannt. Könnte auch von hier gekommen sein.
Oder von der Baustelle. Guten Appetit, Fox. Hey, Dark Malakai, servus. Tür da hinten ist noch zu. Ich glaube, hier hinten war noch keiner. Außer die Gazelle. Da ist einer, hier. Gerade hinter der Garage verschwunden, da. Da ist er. Oh! Fuck. Okay, wir versuchen in die Garage reinzuschauen. Da hatte ich mich schon entschieden abzudrücken. Und habe auch abgedrückt. Das war wahrscheinlich der, der auf mich geschossen hat. Ich warte bloß drauf, dass die Garagentür aufgeht. Mich ihm drücken kann, aber ich glaube, entweder geht er in die Garage, aber ich glaube, er geht zur Baustelle. Rechts, Step. Irgendwas habe ich hier gehört. Ich bin ziemlich sicher, dass das der war, der auf mich geschossen hat. Das heißt, der hat auch eine Range-Waffe. Von hier geschossen? Hier? Da ist er. Passt. Den haben wir. Diesmal habe ich nicht so weit vorgehalten. Hey, Senseless. Ja, das ist gute Audio-Hardware und Erfahrung. Das war aber nicht der, den ich gesehen habe im L. Das war nicht der im L. Ziemlich sicher nicht. Man muss lernen, die Feinheiten vom Audio wirklich direkt richtig zuzuordnen. Nicht nur die lauten Geräusche, sondern wirklich diese kleinen Geräusche. Die sind das Wichtige. Ich glaube, da rennt noch einer rum. Ich bin mir ziemlich sicher, der ML. Ja, obwohl, das könnte er gewesen. Hatte der den grünen Helm? Bin mir nicht sicher. Er hatte auf jeden Fall John Beta Glasses auf. Habe gehofft, dass er hier kommt, aber tut er nicht. Alrighty. So sieht's aus. So nicht anders. Das Quote ist absolut wahr. Ich glaube, der ML hat einen Ulach auf. Und keinen grünen Helm. Aber wenn dann haben die garantiert zusammengehört. Wenn sie das getan haben. Wobei, es könnte schon gewesen sein, dass er vielleicht den gelootet hat, den ich da als am Anfang gekillt habe. Wieder in den Dorms. Wir müssen jetzt noch mal kurz. Wir haben noch ein bisschen Munition im Granatwerfer. Das heißt, ich muss noch ganz kurz auf die Dorms schießen. Da sitzt hier einer hockt. Da aimt. Auch ganz schön Ammo drin. Passt.
Mal sehen, ob irgendwo einer aimt. So macht man sich nämlich Freunde. So sucht man Kontakt auf Customs. Okay. So, ja. Genau das, Ryan. Hey, Captain Duft. Das Tinder von Customs, ja. Bam, heißt. Hallo, ich bin hier. Wer noch? Alrighty. Wir schauen nochmal oben vom Skeleton. Der Typ, der da auf mich geschossen hat, könnte ja der sein, den ich habe. Beziehungsweise er wird jetzt nicht dauernd dahin geschaut haben. Ich habe immer noch die Vermutung, dass da noch ein zweiter ist. Aber ich will die Leiche überprüfen. Wenn der eine John-Beta-Brille auf hat, dann war es wahrscheinlich bloß einer. Kontrolle. Hier ist nichts. Ja, das sehen wir natürlich nicht, GG. Ist der schon gelootet? Oh, oh. Hinten ist irgendwas. Skeff hat geschossen. Ich glaube, wir gehen da mal vor. Von hier aus auf die Baustelle ist immer scheiße. Eigentlich zwei Leichen, die ich überprüfen will. Einmal der Grama war Kill, ne? Wenn man so. Hier hat sich außen was bewegt. Sei doch. Ohren wie ein Luchs. Mir macht man nichts vor. Wie gesagt, die Feinheiten, auf die es zu hören gilt. Das war eine davon. Ey, immer noch dieselbe Waffe in den Dorms, ne? Ich glaube, das war der, bei dem ich die Scav-Shots gehört habe. Doch, Desperados. Ledex findest du inzwischen oft Hidden Stash, Madboxen. Haben sie erhöht. Ich will eigentlich wissen, ob hier noch irgendwo einer sitzt. Bevor ich hier die Leichen überprüfe. Der erste, den ich gekillt habe, der wird wahrscheinlich schon gelootet sein. Ich meine, wenn der zweite noch da ist, entweder war das der, ich glaub's aber nicht. Moin, Knormann. Oh, das ist der Sniper-Skill. Marlon, vielen Dank für den wichtigsten Reset im zweiten Monat. Mit einem Tier 1 willkommen zur Gnabo-Falle. Danke für den Support.
Servus, wie geht's? Alrighty, wir schauen da hinten die Ecke. Das ist eigentlich das Einzige, wo er noch sitzen kann. Ist auch die gefährlichste Ecke. Oder er hockt hier vielleicht, aber... glaube ich nicht. Ist eher selten der Fall. Ah ne, ich glaube, das war er. Der hat ein Twitch-Armband. Ich glaube, das war er. Hier die Hütte überprüfen. Wer weiß, ne? Ich glaube, das war er. Gut, das war keine John Beta. Scheiß drauf. Reicht weg hier. Ich will hier nicht ewig looten. Mal schauen, wen ich hier erwischt habe. Skeff, okay. Habe ich hier zwei? Ey, es könnten zwei gewesen sein. Ah, der ist gebuggt, sieht man nicht. Wo sind Sniper? Okay, das war nicht meiner. Alrighty. Wollen wir noch kurz durch die Dorms oder gehen wir raus? Den Typen hier draußen müssen wir noch checken. Das könnte aber auch gewesen sein. Auch grüner Helm. Fresher Rucksack. Was hast du denn Tolles drin? Alrighty, dann checken wir noch die Dorms. Ich glaube auch, dass es der aus dem L ist. Ja, einer von den beiden war es auf jeden Fall. Es waren aber zwei. Halt. Das ist wieder am Schauer. Also in den Dorms waren die ganze Zeit Shots. Entweder ist da jetzt noch einer am Looten oder er haut ab oder ist schon weg. Ich will es nicht übertreiben. Aber wir schauen halt mal kurz durch. Wenn da irgendwo einer gammelt oder so, dann werde ich ihn nicht mehr pushen. Oder weiß ich nicht. Den in der Garage, der ist schon gelootet. Okay, hier sind die Türen auf. War eben nicht der Fall, als ich hergeschaut habe. Ich denke mal, hier wird nicht mehr viel sein. Die Tür hier ist immer offen normalerweise. Der in der Garage ist ziemlich sicher schon gelootet. Den ich da gesehen habe im L, der hat ihn wahrscheinlich gelootet. Ziemlich sicher. Ja, wir haben hier so einen Türenzumacher, ey. Rote Scavs. Ich glaube, hier oben ging es ab. Na, machen wir die Bullshit-Quest.
Das ist aber ungünstig. Der hat keine Steps gemacht. What the fuck? Ich habe ihn nicht gehört. Wie so ein Kultist war der. Wie so ein Kultist. Mal sehen, ob das die Waffe war, die ich da die ganze Zeit gehört habe. Ohne Scheiß, kein Step. Holy shit, ey. Bitte mal einmal klippen, als dass ich es reporten kann. Alrighty. Hä? Ist das Grimlock? Ich bin verwirrt. Ich habe Fragen. Was ist das für ein Loadout? Wo ist dein Rucksack? Ist der Magnum unlootet? Ah, der hat auf jeden Fall die Bullshit-Quest gemacht. Der hat mich für einen Skeff gehalten. Der hat mich für einen Skeff gehalten. Auf jeden Fall hat er die Bullshit-Quest gemacht. Oh, ich hab ihn so... Deswegen ist er weggerannt. 100 pro... Oh, er... Oh. Ja, er mag mich nicht mehr. Der hat 100 pro Bullshit gemacht. Alrighty. Mal schauen, ob wir das Auto nehmen können. Er hasst mich dermaßen. Ne, Auto ist nicht da, okay. Hey, Nutella Golem, servus. Das war nicht der, den ich gehört habe. Das war nicht die Waffe, die ich gehört habe hier die ganze Zeit. Bullshit Quest. Er muss eine SV-98, eine Roller und den gefundenen Flash Drive da oben in diesen Müllhaufen packen. Ohne einen Skeff zu töten. Das heißt, der Typ hat mich für den Skeff gehalten und ist deshalb abgehauen und hat nicht geschossen. Und das so spät in der Runde. Ah. Ah. So, Sniperwetter ist jetzt dann eh rum. Mal schauen. Wir schauen, ob das Boot offen ist. Wir hoffen, dass wir da rausgehen können. Perfekt, easy one mag. Okay, ich hab. Halblang, ey. Ist sie offen? Nein, sieht man am Feuer, ist nicht da. Moin Gunther. Man kann es Stück für Stück machen oder in einer Runde. Es empfiehlt sich natürlich in einer Runde, weil du darfst halt keine Skeffs töten. Die ganze Zeit. Erst wenn die Quest fertig ist. Ich sehe nicht, wo er ist. Das heißt, Bullshit machst du am besten direkt. Und ich habe ihm gerade sowas von die Runde versaut. Aber mit Level 52 die Bullshit-Quest, bist du auch früh dran. Na gut, so viel sollte hier nicht mehr los sein. Eigentlich bloß noch Scav-Player. Viele PMCs sollten hier nicht mehr auf der Map sein. Bisschen was gekillt, bisschen was gelootet. Alles im grünen Bereich. Oben ist ein Skeff. Schauen, ob da ein Repair-Kit liegt. Tut's nicht. Gut, raus hier. Na Leute, was denkt ihr? Na komm, immer mal Hallo YouTube. Könnte man vielleicht als Kommentar-Rate auf YouTube stellen. Der war ja nicht schlecht, oder? Habe ich doch gar nicht schlecht kommentiert. So. 1, 2, 3, 4, 5. Und das Ganze kommentiert.
Passt. Und Scrimlock hasst mich richtig. Wir schauen mal, wie weit der hier war. Es waren 190 Meter. Nee. 190 kommt nicht hin. Das sind keine 190 gewesen. Das war irgendein anderer Hit. Habe ich einen Kill? Hier, Machine Gun. Ich habe einen mit dem Granatwerfer. Hier. Wo ist er? AGS da. Den da. Oh. Mit Level 15. Erstmal ein AGS 30 ins Gesicht. So, verewigt euch. Alle mal hallo YouTube. Let's go. Machen wir hier einen Marker.